Hallo. Also mir wurde gesagt, ich kann jetzt anfangen. Ich begrüße euch jetzt erstmal zu meinem Vortrag. Schön, dass ihr da seid. Ich erzähle euch heute etwas über WPA 3. Und zwar kam da ja im April dieser wunderschöne Standard raus. Man hat vorher nicht viel davon gehört und auf einmal war er da. Und da auch im Allgemeinen einiges zu in den Medien war, dass hier und da irgendwelche Gerüchte gestreut wurden, wollte ich da jetzt ein bisschen Klarheit schaffen und ein bisschen was dazu erzählen. Erstmal zu mir. Hi, ich bin Hendrik. Ich wohne in Karlsruhe, arbeite da noch an der Uni, aber werde da jetzt dann demnächst weggehen und für irgendwelche anderen Firmen arbeiten und dort WLAN bauen. Generell mache ich irgendwie Dinge mit Elektronik und Netzwerk und irgendwie Cyber. Ich wusste nicht, was ich da genau draufschreiben soll. Zur Agenda erstmal. Der Standard mit dem WLAN kommt ja von der IEEE, aber WPA 3 kommt von der Wi-Fi Alliance, also erstmal ein bisschen zu denen. Dann grober Überblick, was bringt der Standard überhaupt mit sich. Dann der erste Punkt ist Opportunistic Wireless Encryption. Das klingt genauso fancy, wie es am Ende auch ist. WPA 3 SAE, eine Möglichkeit der Sicherheit, die eigentlich schon seit sehr langem existiert, aber jetzt endlich mal auch in die Endgeräte überall reinkommt. Und WPA 3 Enterprise, weil Cyber. Genau, und ein bisschen Realitätsabgleich am Ende ist noch eine gute Option, weil nicht alles, wie es im Standard steht, ist tatsächlich dann am Ende so, wie es im RFC steht. Und das gibt da ein paar kleinere Differenzen. Ja, die Wi-Fi Alliance, hat jemand von euch schon mal davon gehört? So irgendwie? Ja, gut. Die haben dieses schöne Wi-Fi-Logo. das ist eine Non-Profit-Organisation, die wurden 1999 gegründet und mittlerweile ist es sozusagen, viele Firmen schließen sich zusammen und arbeiten dann zusammen an Zertifizierungen. 550 sind das, glaube ich, mittlerweile ungefähr. Und historisch gesehen hat das einen gewissen Hintergrund, und zwar mit dem ersten WLAN-Standard von 1997 gab es noch viele Probleme mit der Implementation und die Geräte waren nicht alle so komplett miteinander kompatibel, weil der Standard noch recht locker formuliert war und der eine hat eher dann das implementiert, der andere hat dann eher das implementiert und es funktionierte einfach nicht und man brauchte immer die Standards vom gleichen Hersteller, um entsprechend dann, also die Geräte vom gleichen Hersteller, um entsprechend dann, dass das funktioniert. Das hat sich da etwas dann geändert mit der Wi-Fi Alliance. Das Ziel nämlich war eine Harmonisierung und mehr Kompatibilität unter den WLAN-Geräten. Mittlerweile ist der Standard recht angenehm geschrieben und die Kompatibilität ist höher geworden, aber dennoch gibt es die Zertifizierung von der Wi-Fi Alliance, die einfach dafür sorgen, auch dass Hersteller sich mehr oder weniger gezwungen fühlen, Dinge zu implementieren. Einfach weil sonst kriegen sie dieses schöne Wi-Fi-Logo nicht mehr und das finden Hersteller sehr, sehr toll. Dass ein schöner Sticker da drauf klebt. Ich finde Sticker auch toll. Genau. Aber die machen nicht nur WLAN-Zertifizierung. Miracast, das ist, zumindest hatte ich damit in letzter Vergangenheit ein bisschen was mit zu tun, ist auch, das ist so ein kabelloser Bildschirmübertrag-Standard. Der ist auch von der Wi-Fi Alliance. Also das ufert gerade ein bisschen bei denen aus. WEP wurde ja recht schnell geknackt. Das war, glaube ich, 1999 war das schon offensichtlich, dass das kaputt ist. Die möglichen Keys, der komplette Keyspace, der da verfügbar war, war auch recht schnell aufgebraucht und dementsprechend war es einfach möglich, da schnell die ganze Encryption zu knacken und mittlerweile ein bisschen Aircrack und ein paar Stunden und ein bisschen warten und dann hat man auch den Key schon raus und ist kein großes Hexenwerk. WPA und WPA 2 oder IEEE 802.11i waren dann sozusagen der Nachfolger davon. Mit WPA hat dann die Wi-Fi Alliance angefangen, eine Möglichkeit zu schaffen, dass da mehr Sicherheit drin ist. Dann kam 802.11i und dann mit den kleineren Veränderungen daraus hat dann die Wi-Fi Alliance letzten Endes WPA 2 gebaut. WPA steht für Wireless Protected Access, wenn das noch unklar war. Genau, aber wie bekannt ist, hat auch WPA 2 ein paar kleinere Probleme. Zum Beispiel, wenn wir den PSK haben. Das ist ein Key für alles. Genau, und offene Gast-WLANs.
Das, genau, so rum. Offene Gäste-WLANs sind nämlich die erste Lösung, die man hatte für Gäste. Und dann jetzt mittlerweile, weil man offene WLANs doof findet, macht man WPA2-Netze, aber klebt dann das Passwort so groß im Coffeeshop an die Wand. Dies ist ein blöder Ansatz. Und zwar, weil WPA2 PSK, das mit dem Schlüssel, hat nur einen Key. Und da fehlen zwei ganz, ganz wichtige Bestandteile, die man in der Kryptographie haben möchte. Und zwar die sogenannte Forward- und Backward-Secrecy. Das bedeutet, dass man mit den Informationen, die man jetzt gerade hat, bereits empfangene Daten nicht entschlüsseln kann, aber auch in Zukunft es nicht schaffen kann, mit den Informationen, die man bereits hat, zukünftige Verbindungen zu entschlüsseln und dort dann die Daten auszulesen. Das ist in diesem Fall nicht so. Man snifft einmal den Four-Way Handshake, den die Geräte beim Anmelden machen mit, kennt den PSK, der ja im Coffeeshop an der Wand steht, und kann daraus dann auch die Traffic Encryption Keys generieren, die die Geräte benutzen. Und das ist natürlich schwierig. Des Weiteren gibt es dann noch so andere kleinere Angriffe drauf, wie dann jetzt die Crack Attack oder was jetzt vor ein, zwei Monaten rauskam, dass man mit der einen Key-ID kann man einen Hash berechnen, kann man den Hash rausnehmen und damit dann etwas berechnen. Der Angriff ist zwar sehr langsam, aber bei manchen Geräten dennoch erfolgreich. Und hey, der ist 14 Jahre alt, wird langsam mal Zeit für was Neues, wenn man sich überlegt, dass WLAN jetzt auch gerade mal 21 Jahre erst alt ist. Und das ist schon eine lange Zeit für einen Sicherheitsstandard, sag ich mal. Ja, und jetzt kam, im April kam WPA3. Der erste Ansatz war, offene Netze sind ein Problem. Sie sind überall ausgerollt und es ist unencrypted und passiv mitlesen ist eine wunderschöne Sache. Keine Mühe, einfach Wireshark auf, fertig. Der Ansatz dafür ist Opportunistic Wireless Encryption oder WPA3 OWE. Das ist einfach eine Möglichkeit, diese offenen Netze ohne Anmeldung in der Luft zu verschlüsseln. Das WPA2 PSK, weil es halt nur einen Key für alles benutzt und sofort den PSK benutzt, um daraus direkt dann die Traffic Encryption Keys zu berechnen, würde ersetzt durch WPA3 SAE, Simultaneous Authentication of Equals. Da werde ich dann später nochmal genauer drauf eingehen, was das bedeutet. Und naja, WPA Enterprise mit ein bisschen mehr stärkerer Krypto, weil einer der Ansätze war gewesen, dass WPA2 Enterprise zu komplex war mit den verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, Dinge zu verschlüsseln. Und da haben sie gesagt, das ist viel zu kompliziert, das ist viel zu viel zu implementieren und zu viel, wo sich irgendwie Radioserver und WLAN-Controller und alles einigen müssen. Das wollen wir schöner machen. So, wir fangen aber mal bei WPA3 OWE an. Der erste Ansatz ist eigentlich das Beste. Kein unverschlüsseltes WLAN mehr. Mehr Kryptowagen. Ja, und das ist eigentlich ein echt schöner, einfacher Ansatz, der auch keine größeren Änderungen im Standard benötigte. Und zwar wird einfach während des Verbindungsaufbaus ein Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch gemacht. Der Nachteil ist, wir haben keine Verifikation der Gegenstelle. Heißt, wenn wir uns mit dem Netzwerk verbinden, müssen wir daran glauben, dass es das Netzwerk ist. Das macht natürlich, das schafft natürlich das Problem, dass Man-in-the-Middle-Attacks möglich sind. Wir können uns dagegen nicht wehren. Das Einzige, was wir sozusagen direkt machen könnten, ist, dass wir die MAC-Adresse der Gegenstelle uns merken und darauf dann das festbinden und sagen, dieses Netz ist ein Netz, was ich nur von dieser BSID erwarte und damit das dann absichern. Aber spätestens, wenn man jetzt wie hier im Hörsaal irgendwie 7 Access Points rumhängen hat, dann wird das ein bisschen schwierig, das genau darauf festzupinnen oder festzupinnen. Und dann wird es auch ein bisschen schwierig, wenn man es über die ganze Uni so mit, weiß nicht, 1000 Access Points oder sowas sieht. Ja, dafür sind keine passiven Angriffe möglich. Das heißt, wenn ein Angriff stattfindet, dann kann man ihn auf jeden Fall detekten. Weil einfach nur still daneben setzen und mitlesen ist nicht möglich. Das ist eigentlich auch ganz nett. Und der nächste Ansatz, den ich sehr, sehr schön finde, ist eine Sache, die es eigentlich schon auch seit WPA2 gibt, aber sie war halt nicht Pflicht, deswegen wurde sie auch nicht implementiert. Protected Management Frames.
Das bedeutet, dass wenn man sich mit dem WLAN verbindet, ist es ja aktuell möglich, sogenannte De-Authentication Frames zu senden und aktiv andere Clients aus dem WLAN rauszuschmeißen. Das kann man zum Beispiel benutzen, wenn man irgendwie eine große Firma hat und weiß, hier sind nur meine WLANs und wenn die Mitarbeiter eins aufmachen, dann ist das auf jeden Fall böse und dann kann man halt eben hingehen und dafür sorgen, dass niemand sich mit diesem WLAN verbinden kann, indem man dann zum Beispiel dann fremde WLANs deauthenticated. Das geht allerdings einfach nur, weil aktuell sind diese ganzen Management-Frames, die das Ganze regeln, die sind einfach nicht geschützt. Sie sind weder verschlüsselt, noch sind sie genau signiert. Und das Einzige, was wir als Verifikation haben, dass wir gemeint sind und dass es von unserem WLAN kommt, ist halt eben die Absender-MAC-Adresse. Aber die kann man da ganz einfach fälschen. Und insofern ist das eine Sache, die sehr schön ist, dass sie dazugekommen ist, weil wir jetzt auch einfacher diese De-Authentication und dann einen Man-in-the-Middle-Angriff kann man dadurch einfacher verhindern. Ich habe ja von dem Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch gesprochen. Ich habe ja so einen kleine Grafik vorbereitet. Ah, da war noch ein Punkt, den ich übersehen habe. Genau, man kann sich nicht authentifizieren. Ist wie ein offenes Netzwerk jetzt, nur dass es halt verschlüsselt ist. Jetzt kommen wir zu Diffie-Hellman. Allgemein in der Kryptographie, ihr kennt ja vielleicht Alice und Bob. Alice und Bob sitzen da rum und wollen kommuniziert miteinander reden. Und in der Mitte sitzt Eve. Nein, nicht die Eve unten vom Zelt, sondern jemand mit bösen Absichten. Und bei einem Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch, ich habe das ein bisschen abstrahiert, es geht nicht ganz auf der Vergleich, aber mit Farbe ist es am schönsten zu verstehen. Am Anfang einigen sich Alice und Bob auf eine gemeinsame Farbe. Das ist im Fall von jetzt von WPA3, ist das immer eine elliptische Kurve und ein Startpunkt auf dieser elliptischen Kurve. Und beziehungsweise sie können auch, es gibt auch Finite Field Kryptographie, die ist auch möglich, dass man die benutzt. Auf jeden Fall einigen die sich auf eine Sache. Und das ist auch total okay, wenn Eve das mitbekommt, weil das sagt ja nicht viel aus. Dann generieren Alice und Bob sich eine geheime Farbe, also einen Private Key sozusagen, und werfen den auf diese elliptische Kurve drauf. Also in diesem Fall mischen sie die Farben. Und es kommt eine öffentliche Farbe raus, wo es auch kein Problem ist, dass man sie sehen kann. Der Trick dabei ist, dass man das nicht, wenn man die gemeinsame Farbe hat und die Farbe am Ende hat, ist der Trick, dass man es nicht mehr zurückrechnen kann, was der Private Key war. Wenn man das dann aufs Mathematische in der Kryptographie bezieht, ist das Primfaktorzerlegung, nennt sich das Ganze dann. Und also es hat was mit Primfaktorzerlegung zu tun. Mir fallen gerade nur die nur Teile von den englischen Begriffen ein, deswegen tut mir leid. Auf jeden Fall kann man jetzt diese öffentliche Farbe nehmen und die können sie einfach austauschen. Eve kann daraus nichts berechnen, insofern kein Problem. Und jetzt kommt das Schöne daran. Wenn man im Mathematischen eine gemeinsame Zahl erst mit der Zahl A und dann mit der Zahl B multipliziert, kommt das Gleiche raus, als wenn man die gemeinsame Zahl erst mit B und dann mit A multipliziert. Und somit, wenn beide jetzt diesen öffentlichen Key nochmal mit ihrem Private Key verrechnen, kommt am Ende ein gemeinsames Shared Secret raus, mit dem sie dann sozusagen ihre Verbindung verschlüsseln können. Wenn ihr da ein bisschen mehr zu haben wollt, vom 31C3 gibt es den Talk ECC Hacks von DJB und Tanja Lange. Super Vortrag, echt interessant, noch ein bisschen ausführlicher erklärt und geht auch ein bisschen mathematischer dann später noch ins Detail, weil ich bin kein Krypto-Mensch, ich mache WLAN, deswegen, ich bin auch nicht gut in Mathe, deswegen habe ich es auch mit Farben gemacht, weil ich könnte das nicht vorrechnen. So, aber ich habe ja auch gesagt, wieso ist das so eine schöne Sache und wieso war das so einfach zu implementieren und wieso wird es dann eigentlich auch später für die Leute einfacher zu implementieren sein? Das Ganze liegt nämlich im Key Exchange des Ganzen, wie sie diesen Schlüssel austauschen. Ganz normal beim WLAN ist am Anfang, dass man einen Probe Request schickt, also das Laptop schickt einen sogenannten Probe Request und fragt raus, hey, sind hier WLANs? Dann kommt eine Probe Response und die ganzen WLANs sagen hier, 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 hier. Und schicken dabei allerdings auch schon Informationen mit, wie sie verschlüsselt sind, wie sie heißen und, glaube, ungefähr 70 andere Datenfelder.
Beacon Frames, genau. Das ist die andere Sache. Es gibt natürlich auch noch Beacon Frames, die werden standardmäßig alle 100 Millisekunden, sendet noch ein Access Point Beacon Frames aus. Nur viele Clients senden halt eben trotzdem noch die Probe Requests. Also das nimmt sich nichts, es ist einfach eine andere Art der Discovery. Beacon Frames sind natürlich genau das gleiche, enthalten auch die gleichen Daten. Jetzt kommt erstmal dann ein Authentication Request und eine entsprechende Antwort darauf, was einfach noch ein Rückstand, also was ein Überbleibsel aus WEP ist, weil früher, in WEP wird an dieser Stelle angefangen, sich anzumelden am Netzwerk sozusagen, beziehungsweise man authentifiziert sich. In diesem Fall ist es einfach eine offene Authentication. Das heißt, schickt hin, hi, ich will mich verbinden, und der Access Point sagt, jo. So. Dann das nächste, die nächste Stufe ist der Association Request. Und genau an diesem Punkt haben sich die Leute schon vor Ewigkeiten sehr, sehr gut Gedanken gemacht, weil man kann an diesen Request und auch an die Response entsprechend sogenannte Elemente hinten dran hängen. Das ist spezifiziert, dass man einfach sagen kann, hier kannst du einfach noch weitere Daten hinten dran kleben, beliebig lang, also nicht ganz beliebig lang, aber schon beliebig viele Elemente kannst du ranhängen und einfach mit rüber senden. Und an dieser Stelle schicken wir einfach unsere Diffie-Hellman-Parameter hin und her. Wir haben uns unsere Diffie-Hellman-Parameter hin und her und natürlich dann auch noch gleich unseren Public Key. Dann in der Antwort kommt das entsprechend dann zurück. Und dann haben wir beide unseren Shared Secret. Und dann machen wir den gleichen Four-Way-Handshake, wie es ihn schon bei WPA2 PSK gibt. Natürlich gibt es dann noch mal ein paar stärkere Hash-Algorithmen, um das Ganze ein bisschen schöner durchzumischen. Aber vom Prinzip her findet das Gleiche statt. Das heißt, wir haben ohne vorher einen Schlüssel auszumachen, haben wir es jetzt geschafft, eine verschlüsselte Verbindung mit der Gegenstelle aufzubauen, diese zu verifizieren, und entsprechend haben wir dann verschlüsselte Daten in der Luft. Ja, Umstellung. Wenn jetzt zum Beispiel, ich habe schon mit ein paar Freifunkern geredet, die fanden die Idee total super, also beziehungsweise kannten sie schon. Und wie kommt man jetzt von Unschlüssel zu OWE? Muss man wieder eine weitere SSID aufmachen? Muss man den Leuten dann erklären, ihr müsst jetzt aber die andere nutzen, so Freifunk 2 oder... Nein, muss man nicht. Auch das ist vorgesehen. Die haben sich überlegt, wir machen zwei SSIDs, haben wir sozusagen, also zwei virtuelle Access Points auf der Hardwarekiste. Einer davon macht OWE und der andere ist einfach offen. Und damit haben sie jetzt angefangen, also die haben sozusagen auch schon im Standard spezifiziert ein Verfahren, wie man den Übergang schaffen kann. Das erste ist, dass sie ein sogenanntes Transition-Element an die Beacons und an die Probe-Responses dranhängen, dass sozusagen der Client merken kann, ah, warte, das Ding hat ein offenes Netz und es kann OWE und ich könnte jetzt auch rübergehen. Denn die Beacons von der OWE-BSS, wir haben die SSID-Länge 0 und es ist auch spezifiziert im RFC, dass dem Client nicht angezeigt werden soll, dass dort sozusagen zwei verschiedene Netze sind. Das soll für den Client als ein Netz aussehen und nur, also für den Endnutzer, der sozusagen das dann in der Liste angezeigt kriegt. Und das soll sozusagen der WLAN-Treiber selbst dann sich überlegen, wo er connectet. Bevorzugt natürlich OWE und dementsprechend ist das dann möglich. Band und Kanal von den beiden können unterschiedlich sein. Das heißt, wir könnten rein theoretisch auf 2,4 GHz ein offenes Netz haben und auf 5 GHz dann das OWE-Netz. Oder man hat einfach einen Access Point mit mehr Radios und kann das auf verschiedene Kanäle legen. Das ist alles möglich, aber ich vermute, dass alle Hersteller es so implementieren werden, dass es einfach exakt auf der gleichen Frequenz laufen wird. Und ja, das ist immer so ein bisschen Faulheit von den Leuten, die es implementieren. Genau. Dem User wird nur eine SSID angezeigt, wie ich gerade schon sagte, und dieser OWE Transition Mode ist verpflichtend. Die Leute kommen nicht drumherum und es steht auch explizit drin, wenn man ein offenes Netz auf einem System anlegt, das OWE kann, ist es nicht möglich, einen Opt-out aus OWE zu haben. Das ist sehr schön. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Access Point kauft und der kann OWE, dann könnt ihr das nicht ausschalten. Es kommt zwangsläufig. Ihr müsst Krypto machen. Das finde ich sehr toll. Bitte?
Ja, natürlich, die alten Geräte bleiben natürlich bei rein offenen Netzen. Aber es ist sozusagen ein leichtes Enforcement Richtung hin zu OWE, dass die Leute nicht explizit sagen können, oh ja, das ist ja noch neu mit der Verschlüsselung, ich weiß ja noch nicht, wie toll das ist, ich bleibe jetzt noch beim Alten. So gleiche sinnfreie Ausreden wie bei IPv6. Also Menschen wollen nicht migrieren. Und das andere ist, am Ende dann ist die SSID des offenen Netzes, wenn man sozusagen dann das offene Netz an sich abschaltet, weil man sagt, so, wir haben fast niemanden mehr im offenen Netz, die sind jetzt mittlerweile alle encrypted, dann wird die SSID einfach zu der SSID der OWE BSS und das offene Netz fällt weg. Nämlich, man darf OWE auch ganz ohne offene Netze nutzen. So, jetzt muss ich einen Schluck trinken. Ich habe mir die Folien so ein bisschen ausgedruckt, weil ich sehe das immer nicht mehr. Der Punkt ist doof. So, WPA3 SAE. Eigentlich ist das eine sehr schöne Sache. Nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich. Simultaneous Authentication of Equals. Ursprünglich, ich habe das dann im WLAN-Standard mal nachgeguckt. Im 2016er war es schon drin und ich dachte mir so, noch cool. Wann wurde das denn eingeführt? Weil das steht explizit nicht neben den Abschnitten drin. Dann habe ich den 2012er rausgeholt und habe danach geguckt. Oder war das auch schon drin? Es kam 802.11s. Das war diese schöne Mesh-Erweiterung damals. SAE ist eine sehr coole Sache, weil es ist sicher gegen Offline-Wörterbuchangriffe. Diese waren ja bei WPA2 PSK möglich. Ich habe einfach diesen Four-Way-Handshake und ich hau da so lange Keys durch, bis ich auf die entsprechenden gleichen Parameter komme und mir dann die Encryption-Keys berechnen kann. Warum das sicher gegen Offline-Wörterbuchangriff ist, da komme ich gleich zu. Auf jeden Fall ist das in dem Rahmen sehr schön möglich. Des Weiteren sind keine aktiven und keine passiven Angriffe möglich, weil wenn wir erstmal dieses Netz sozusagen auf der Gegenseite haben, dann ist die Verschlüsselung so aufgebaut, dass niemand, auch nicht, wenn er das Passwort von diesem Netz kennt, weil es im Coffeeshop wieder an der Wand steht, ist es nicht möglich, dass diese Leute unsere verschlüsselte Verbindung abhören können. Das heißt, WPA3 SAE hat das, was ich vorhin schon sagte, mit dieser Forward- und Backward-Secrecy ist dort vorhanden. Es ist einfach nicht möglich, den Kram dann wieder auseinanderzunehmen. Und das Ganze wird durch den Dragonfly Key Exchange möglich. Im Endeffekt ist das Ganze ein alter Hut, nur es gab Patentprobleme. Deswegen so, oh, wir bauen das gleiche mal mit einem schönen Namen. RFC 7664 für die Leute von euch, die Mathematik mögen, ist der sehr gut geeignet. Für die Leute, die keine Mathematik mögen, sondern eher so ein bisschen Richtung, wie ist das Frame aufgebaut, gehen, die lesen dann den OWE-RFC, weil der liest sich ein bisschen angenehmer. So, Simultaneous Authentication of Equals. Wie kamen die da drauf? Wie gesagt, das Protokoll wurde ja ursprünglich für Mesh entwickelt. Und in einem Mesh gibt es ja keine festgelegten Rollen. Wir haben in einem Mesh einfach ganz viele Access Points und die reden miteinander. Und niemand ist dort irgendwie wirklich ein tatsächlicher Master und kann irgendwie den Handshakes starten. Niemand geht hin und sagt, so, ich weiß alles und wir starten jetzt den Handshake und wir starten den Handshake und wir nicht. Geht nicht. Sondern wenn irgendwie einer wegbricht, müssen die anderen ja weitermachen. Und das ist das Coole an SAE. Jeder, der SAE spricht, kann sozusagen diesen Handshake initiieren und anfangen. Das kann der Client tun oder der Access Point oder zwei Access Points. Sie können es auch exakt gleichzeitig tun, also natürlich nicht gleichzeitig senden, aber zum gleichen Zeitpunkt machen. Und das Ganze nennt sich dann, es ist kein Lockstep-Protokoll. Es gibt also keinen Punkt, wo der Access Point sagt, oh, ich muss jetzt aber darauf warten, dass der Client mir ein Paket sendet, bevor ich überhaupt irgendwas wieder machen kann. Oder der Client hat keinen Punkt, wo er sagt, so, ich muss darauf warten, dass die Authentifizierung gestartet wird, sondern es kann einfach jeder anfangen, das Ganze zu initiieren. So, ich habe dann wieder so ein schönes Bild gemalt. Und zwar am Anfang wieder bekannt, Probe, Request und Response. Dann kommt zweimal Authentication Frame Austausche.
Diese enthalten einmal eine sogenannte Commit-Message und eine Confirm-Message. Und da sind halt eben die Daten drin, die wir benutzen, die wir austauschen, um das zu machen. Und zwar auch hier findet wieder ein Diffie-Hellman statt, und zwar nämlich in dieser Commit-Message und in dieser Confirm-Message. Und was tatsächlich passiert, wir haben ja immer noch, wie bei WPA2 PSK, auf beiden Seiten einen Schlüssel, der ist bekannt. Und der erste Schritt, den Sie sich jetzt überlegt haben, ist, wenn wir ein kurzes Passwort hatten, ein WPA2 PSK, dann war auch die daraus resultierende Krypto für das Netz sehr schwach, weil 8 Buchstaben kriegt man schnell gebruteforced, nicht das Problem. Das heißt, Sie haben sich als erstes mal überlegt, Sie haben eine Hash-Funktion entwickelt oder genommen, in der man einfach irgendwas reinschmeißen kann, beliebiger Länge, und am Ende kommt ein immer gleich kryptografisch starker Schlüssel raus. Das heißt, auf beiden Seiten ist dann dieser starke kryptografische Schlüssel und der wird dann genommen auf beiden Seiten mit mal 2 mal der Private Key multipliziert. Ich weiß nicht, warum sie sich für 2 entschieden haben, vermutlich wegen diesen Patentsachen oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird dieser gemeinsame Shared Secret dann mit dem Private Key wiederum multipliziert. Das ist, um einfach sicherzustellen, dass sozusagen auch der Endnutzer wieder den Key hat. Dann wird es ausgetauscht, da dann wieder multipliziert und dann hat man wieder einen Shared Secret. Dann kann man eine Association Request machen, kommt eine Association Response und dann wird ein stinknormaler Four-Way Handshake wieder gemacht. Und wir haben für jeden einzelnen Client in einem Netz, und sei es noch so groß, sein, noch so viele Clients auf dem Access Point, haben wir jeder eigene Traffic Encryption Keys, die einen Private Key beinhalten und wir haben die Möglichkeit, dass es gibt sozusagen, also wir haben die Möglichkeit, verschlüsselt zu kommunizieren, ohne dass wir irgendwie Angst haben müssen, dass diese Daten komplett zerlegt werden. Und das finde ich einen sehr schönen Ansatz, weil wir damit halt auch für Coffeeshops und solche Sachen, wenn die immer noch ihren PSK an der Wand haben wollen, können sie das gerne machen. Dann habe ich zu diesen Commit-Messages habe ich noch mal was. Und zwar einmal in der Commit-Messages, in der Commit-Message, da tauschen sie erstmal die FFC, steht für Finite Field Cryptography, und ECC für Elliptic Curve Kryptographie. Bei Elliptic Curve kann ich sagen, das sind irgendwelche schönen Kurven. Bei Finite Field, da bin ich noch nicht ganz durchgestiegen. Auf jeden Fall wird eine sogenannte Group-ID übergeben. Diese Group-ID ist von der IANA, also diese Internet Number Registration Authority, spezifiziert. Da steht einfach drin, wir nehmen die Group-ID 16. Und dann guckt man in dieser Liste nach und sieht, das ist die Kurve P irgendwas. Und dazu benutzen wir dann noch folgenden Startpunkt und folgenden Hash-Algorithmus. Und das ist einfach festgelegt. Und da wir ja unseren PSK schon haben und unseren Private Key, können wir gleich einen sogenannten Commit-Skalar und einen Commit-Element rübergeben. Das sind einfach Werte, die werden dann später in den Prozess des Berechnens einfließen. Unter anderem ist das sind so einfach Zwischenwerte, die dann mit rübergehen. Und am Ende kommt dann noch eine Commit-Confirm-Message mit einem sogenannten Confirm-Element. Da wird einfach nochmal sichergestellt, dann wird der Key genommen, der am Ende rauskommt. Die vordere Hälfte wird benutzt, um dann entsprechend später tatsächlich Krypto zu machen. Die hintere Hälfte wird nochmal gehasht und wieder zurückgeschickt an die Gegenstelle. Einfach, dass man sicher gehen kann, dass man tatsächlich auch auf den gleichen Key gekommen ist, bevor man jetzt den Four-Way Handshake macht und der dann scheitert. Und das beides hat auch noch sogenannte Sequence-Nummern. Also die sind einfach... Das sind einfach Nummern, dass man dann sozusagen weiß, auf welchem Stand der gerade ist. Und weil da so ein großer weißer Fleck ist, wieso ist das Bild nicht? Das ist doof. Oh, eigentlich wäre da ein Bild von meiner Katze gewesen, weil die Fläche so weiß ist. Oh, schade. Naja, geht's weiter zu WPA3 Enterprise Cyber. So, WPA3 Enterprise ist eigentlich genauso wie WPA2 Enterprise. Ich war voll enttäuscht. Also, wenn man sich das, ich habe natürlich die RFCs mit, beziehungsweise die Spezifizierung. Wenn man sich das mal anguckt, das ist nicht mal eine halbe Seite lang, also knapp eine halbe Seite, das ist alles, was dazu drin steht. Und ich war so ein bisschen enttäuscht. Also, einmal sprachen die irgendwie davon, dass sie zusätzliche Client-Checks für die Zertifikat-Chains haben wollen. Das heißt, wenn der Client sich
anfängt mit einem Radioserver zu reden, prüft er ja normalerweise das Zertifikat. Auf Android sind die Zertifikate standardmäßig nicht drin. Man kann nichts auswählen, man muss es manuell reinkopieren. Das ist für viele User viel zu aufwendig, deswegen macht das keiner. Und WPA3 Enterprise hat dann eben die gleichen, hat dann die bekannten Angriffsvektoren. Also WPA2 Enterprise hat die gleichen Angriffsvektoren, die man dann, die ja dann dafür schon sozusagen bekannt sind. Da will ich jetzt auch nicht drauf weiter eingehen. Dann kommt optional eine Sache dazu, die Commercial NSA Cipher Suite B. Ja, NSA wieder. Also im Endeffekt ist es irgendwie ein bisschen AES-256 und so, aber auf jeden Fall ist das eine Art Krypto, die dazukommt, wo sie sagen, hey, die ist zertifiziert und die ist stark und die ist jetzt voll gut für Government und Health und Military und ja, habe ich auch ein bisschen was mitgebracht. Für wen es tatsächlich interessiert, die Kurve ist die P384. Der Hash ist SHA-385. Wir können das auch nach Buch machen. Und Encryption AES-256. Aber das Schöne ist, wieder Protected Management Frames sind drin. Die sind übrigens auch bei WPA3 SAE drin. Da steht überall drin, Protected Management Frames müssen sein, wenn das Gerät das unterstützt. Das heißt, in diesem Rahmen wird das nochmal viel schöner und besser. Das einzige Problem, was wir mit dieser Cipher Suite B haben, wir haben ein XOR-Verhalten. Entweder wir nutzen die Cipher Suite B auf unserem WLAN-System oder wir nutzen alles andere. So. Und dieser in der Spezifikation nennt sich das Ganze 192-Bit-Mode, weil wenn man die Kurve und den Hash und die Encryption und alles zusammenrechnet, kommt man am Ende auf 192-Bit-Krypto. Im Endeffekt gibt es dafür ein Radius-Attribut, dass das WLAN sagen kann zum Radius-Server, hey, ich habe hier die Cipher Suite B an, mach mal bitte vernünftige Krypto mit mir. Aber ich persönlich sehe da wenig Einsatzbereiche für den normalen End-User, sag ich mal. Weil wann braucht man schon mal eine so starke Krypto und möchte auf komplett alles andere verzichten? Also es gibt da keinen tatsächlichen Anwendungsfall und wenn man es vernünftig konfiguriert, ist WPA2 Enterprise oder dann in dem Fall WPA3 Enterprise in dem Rahmen schöner und sicherer. Und ich habe mit dem einen Menschen geschrieben, der an der WPA3-Spezifikation auch mitgearbeitet hat und auch an den RFCs dran saß. Und der sagte auch, dass er dafür sehr wenig Anwendungsfälle sieht. Also ich sehe nicht, dass das in den normalen Consumer-Produkten direkt drin ist. Also sie müssen es unterstützen, aber ich sehe nicht, dass man das irgendwie gleich wunderschön aktivieren kann. Und auch die Verbreitung wird da nicht so tatsächlich stattfinden. Nee, Realitätsabgleich. Ist alles gar nicht so toll. Ich habe ein bisschen gelogen, muss ich zugeben. OWE ist gar nicht Teil von WPA3. Hier steht nur drin, WPA3 Enterprise. Ja, und WPA3 SAE. Und dann gibt es hier noch so eine extra Spezifikation der Wi-Fi Alliance für OWE. Das ist gar nicht richtiger Teil von WPA3. Das heißt, das muss man gar nicht können, um den WPA3-Stempel zu kriegen. So kleine Minimalisten wieder. Im ersten Announcement, dass sie an WPA3 arbeiten, war das drin, aber tatsächlich, wenn 500 Firmen zusammensitzen und sich überlegen, wie machen wir es sicherer, dann endet das auch teilweise ein bisschen mit, wie machen wir es für uns am einfachsten sicherer. Das Schöne ist, dass OWE so viele Vorteile bringt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass das überall mit drin sein wird und die offenen Netze ablösen wird. Insofern, es ist eine eigene Zertifizierung, aber ich denke, die Hersteller werden da jetzt nicht irgendwie sagen, oh, das bauen wir aber nicht ein. Also vielleicht die schlechten, minimalistischen, aber ich denke, jeder normale WLAN-Hersteller wird da mit WPA3 OWE, also mit OWE um die Ecke kommen. Protected Management Frames, nur mit WPA3 SAE so gesehen, die stehen nämlich für WPA3 Enterprise, stehen sie auch nicht explizit drin. Das muss ich gerade mal überlegen, weil mein Kopf sagt mir gerade was anderes. Nein, steht nicht. Doch, steht drin. Entschuldigung. Abschnitt 3.1, Satz 1, Satz 2. Fehler in meiner Folie, tut mir leid. Aber da OWE halt nicht drin ist,
ist das auch nicht wirklich drin. Und das war auch eine Sache mit den Protected Management Frames. Das ist so grauenvoll über zig Paper verstreut alles, wie das zusammengeschrieben ist und wie das alles soll, dass ich auch gerade wieder nicht den Überblick genau hatte, wo jetzt was steht und was denn jetzt tatsächlich wahr ist, weil wenn man irgendwie Heise liest, haben sie WPA3 Gott hoch gelobt mit alles wird besser und alles ist ja so toll und sicher und dann auf der anderen Seite sieht man dann irgendwelche Blog-Einträge, die so stehen, so Leute, ihr verarscht uns damit, total verarscht. Und deswegen, ja, es ist schwierig. Aber das Gute ist, da habe ich auch dann wieder diesen Menschen von der WPA3-Spezifikation gefragt, weil ich befürchtet habe, dass irgendwelche Hersteller halt einfach das Ding kaufen, minimalistisch implementieren, WPA3-Label rauf, batschen, zack, fertig. Aber das wird wohl nicht passieren. Sie werden wohl vermutlich auf Protected Management Frames testen dabei. Also es gibt noch Hoffnung. Die Wi-Fi Alliance ist da ja so ein bisschen geheim, was das Ganze angeht. Von der IEEE kann man die ganzen Drafts einfach im Voraus lesen. Die Wi-Fi Alliance sagt nicht, dass etwas existiert, bis sie es veröffentlichen. Es ist etwas schwierig. Und wenn man dann Vorträge irgendwie darüber sieht, über WLAN-Verschlüsselung, und das sind Leute, die auch da ein bisschen mit in der Ecke hängen, die stehen dann so, ja, da kommt was Neues, aber ich darf dazu nichts sagen. Es ist etwas schade. Ja, genau. WPA3 Enterprise bringt nicht wirklich was Nutzbares richtig dazu. Das Einzige, was wir haben, ist, dass wir das auf Client-Seite das ein bisschen besser verifiziert wird mit den Zertifikatsketten. Da gibt es auch aber nicht so ganz offiziell so Dokumente zu, aber es ist so they can neither confirm nor deny it. Und es ist ein bisschen schwammig. Da bin ich ein bisschen unzufrieden mit der Wi-Fi Alliance. Aber insgesamt die versprochene stärkere Krypto bleibt so ein bisschen aus. Es wurde ja auch wieder gesagt, so, oh, hier und da alles ganz groß, ganz sicher und ganz toll. Und es steht halt überhaupt nichts drin. Das Einzige, was dazu kommt, ist der 192-Bit-Mode sozusagen. Aber bei den anderen bleibt das immer noch auf älterer Krypto liegen. Und tendenziell werden die Computer ja auch nur schneller. Aber die Krypto wird nicht besser anscheinend an dieser Stelle. Ich hoffe, dass da nicht irgendwann etwas kaputt geht. Weil das wäre doof. Anscheinend muss man ja 14 Jahre auf so einen Standard warten. Das würde etwas dauern, bis der neue dann kommt. Ja. Ich halte es dann an manchen Stellen auch eher für einen Marketingstandard, dass sie gesagt haben, wir wollen was Cooles haben, was wir den Endusern verkaufen können. Schön in die breite Fläche. WPA3 SAE, voll cool. Haben sich keine große Arbeit mitgemacht, weil das war ja schon da. Und jetzt können die Leute einfach Sticker drauf, BAP, WPA3, alles schön. Für einen Heimanwender immerhin, finde ich cool. Also finde ich ernsthaft cool. Aber so der Hammer-Durchbruch, es geht. Also, ich hoffe da natürlich ein bisschen auf die OpenWRT-Leute, dass die, beziehungsweise Host-AP, die hat ja auch schon einige von den Features drin, dass das da alles richtig implementiert wird und da dann wenigstens im Open-Source-Bereich was Vernünftiges am Ende bei rumkommt. Weil Hersteller und Implementierungen ist eine Sache von, oh, da steht Shell, ich schaue mal im RFC nach, ob ich das wirklich machen muss. Und ja, diese Faulheit ist manchmal dann auch tödlich. Literatur und andere Folter. OWE lest ihr am besten RFC 8110 oder die Wi-Fi Alliance OWE Specification. Für SAE den RFC 7664, das ist der Dragonfly Key Exchange. Oder 802.11.2016 Absatz 12.4 und folgende. Und wenn ihr bei Google Scholar guckt, Simultaneous Authentication of Equals is Secure, bla, das ist ein Paper, das findet ihr bei Google Scholar, das ist von Dan Harkins. Das beschreibt das eigentlich ziemlich gut. Das ist dem RFC, glaube ich, vorweggegangen, soweit ich weiß. Und dementsprechend ein sehr schönes Paper, wo man auch einfach so drankommt nochmal. Dann, ja, WPA3-Spezifikation und generell alle 802.11-Standards. So, ich wäre zumindest von meiner Seite durch und wäre jetzt offen für Fragen. Das
wird gleich dann von oben angemacht. Ist das schon an? Ja. Eine kurze Frage. Du hast ja gesagt, dass bei dem SAE, dass die Keys unterschiedlich sind. Das konnte ich jetzt aber deine Erklärung von dem Handshake noch nicht so wirklich entnehmen. Wird da noch irgendwie eine Zufallszahl reingemischt oder so? Genau, oder? Das hatte ich ja gesagt. Also, das ist nochmal das, OWE. Da. So. Ja, da wird eine Zufallszahl reingeworfen, also zusätzlich zu ihrem sozusagen Shared Key, den sie eh schon haben, wird dann ein Zufallskey generiert und der wird dann mit dem auch über die Kurve geworfen und mit dem Hash, der sozusagen aus dem Shared Key berechnet wurde, wieder zusammengemischt. Mhm. Kryptografisch ist das passieren da Dinge. Ich kann es dir mathematisch leider nicht genau erklären. Und das Forward Secrecy, das funktioniert oder wird über Rekeying sichergestellt oder wie? Du kannst bei, wenn du diesen Dragonfly Handshake angreifen möchtest, musst du das aktiv machen. Du kannst ja, du kannst nicht sozusagen einfach so lange ausprobieren, wie es geht, weil du hast ja die Private Keys von den Stellen nicht. Selbst wenn du den Key kannst, kannst du daraus nichts berechnen. Aber einmal Rekeying hast du ja generell. Das ist ja generell eine schöne Sache, die man eigentlich machen sollte. Und das ist jetzt auch mandatory? Rekeying, nicht, dass ich wüsste, aber ich kenne zumindest nur Applikationen, wo das passiert. Also so direkt, wenn ich jetzt, ja. Die Forward Secrecy ist einfach auch dadurch gegeben, dass der Angreifer die Private Keys nicht kennt und somit dann auch, selbst wenn er das Shared Secret hat, kann er da dann kann das nicht auseinandernehmen. Also er kann es erst sozusagen auseinandernehmen, wenn er die Private Keys von beiden Seiten hat. Aber die kriegt er ja nicht. Ja, aber Forward Secrecy sagt ja, wenn man die Keys kennt, dann kann man nicht Sachen, die in der Zukunft verschlüsselt werden, dann auch in der gleichen Verbindung lesen. Genau. Aber das kann man ja eigentlich nur durch Rekeying verhindern dann, oder? Also ja gut, also generell kannst du durch Rekeying Forward Secrecy auch machen. In dem Fall ist es allerdings gar nicht erst möglich, den Secret zu kriegen. Insofern. Also. Ja, vielleicht irgendjemand stellt wieder einen HLR hin oder sowas. Aber dann, ja. Da hinten war noch eine Frage. Hallo. Gibt es eine Möglichkeit für den Client zu überprüfen, dass er mit einem richtigen AP spricht? Also wenn ich jetzt der Angreifer irgendwie das Starbucks WLAN-Passwort hätte, könnte irgendwie ein Angreifer einen AP hinstellen, der so tut, als wäre er selbst der entsprechende, und dann würden sich die Clients dahin verbinden? Wenn er das kennt, ja. Also natürlich, also wenn das Shared Secret bekannt ist, kannst du natürlich einen Man-in-the-Middle-Angriff machen und dann sozusagen dazwischen gehen. Der Ansatz bei der Entwicklung war natürlich, dass es ein Shared Secret ist und nicht irgendwo an die Wand gepastet ist. Mhm. Natürlich, wenn du dann, du machst es ja sozusagen, du nimmst es entgegen, machst es auf und sendest es weiter und wieder verschlüsselt. Natürlich kannst du da dann irgendwie Dinge tun. Einzige, wofür du dich dann natürlich wieder schützen kannst, ist irgendwie Verifizierung der BSID. Weil allein, es wird halt kaputt gehen, wenn zwei mit der gleichen BSID ankommen. Alles klar, danke. Sonst noch irgendwas? Allgemeines Schlafen? Oder? Alles wird anders, ja. Aber alles wird schön. Wirklich. Gut. Dann, ich versuche das jetzt nochmal mit dem. Das Bild will nicht. Ah, dann. Versuche ich das. So,
Also ich wäre am Ende und bedanke mich nochmal.